Und da hat er eben einen kanadischen Brief gekriegt. Und dann hat er ihn gleich weggeschmissen. Oder lustig ist auch noch, dass er. Die Kanadier sollen ja so freundlich sein. Ja. Und jetzt kann ich mich nicht mehr wirklich hundertprozentig an den Gag erinnern. Aber ich glaube, es war so, man schreibt den Kanadiern eine Mahnung und die bedanken sich sogar noch schriftlich dafür. Also, haben wir jetzt diesen thematischen Cliffhanger überwunden. Ich habe gemerkt, dir geht ja schon etwas der Gesprächsstoff aus. Ich muss mich konzentrieren, weil das Level ist wirklich knifflig. Mhm. Ich habe jetzt diese Balken da und muss die rotieren, irgendwas machen. Rotieren, bewegen, damit ich da unten weitergehen kann. Es ist natürlich schwierig, weil das Pulver, das Ganze haben wir schon in der Sendung, bzw. in dem Testbericht zuvor, den unsere RAM-Disk zunichte gemacht hat, verschossen. Und da sind Themen vorgekommen wie My Little Pony, eine Dexter, My Little Pony, eine Kultserie der 80er mit fliehenden Ponys. Ich würde sagen, damit das nicht nochmal passiert, überspringen wir dieses Pony. Und gemeinen Zebras. Pony jetzt. Wenn man schon sieht, ich muss die Ebenen auch wechseln, damit man es ziehen kann. Da kommt das nächste. Das sorgt natürlich für ordentlich Abwechslung, weil ich denke, so ein 2D-Jump-and-Run Kistenschiebspiel, da würden wahrscheinlich die wenigsten Leute heutzutage noch begeistert sein. Allerdings mit diesem 3D-Aspekt und der Tatsache, dass die Leute dann eben gezielt Levels quasi kreieren können. Ja. Und unter den Freunden und auch weltweit verteilen können. Und ich glaube, das ist schon ein großer Anspann, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte ein Level bauen und wenn das dann die ganze Welt spielen würde, ja, dann würde ich wahrscheinlich sagen, boah. Gibt es sicher Top-Listen-Rankings? Bestimmt. Aber hast du hier, wie knifflig das eigentlich ist, da drüber zu kommen? Nein, das schaut ziemlich einfach aus. Ehrlich gesagt, ich glaube, du hast das noch nicht ganz so drauf. Weiter geht's. Wo geht's weiter? Oben auf der Mauer? Ach, da muss ich weiter springen. Die Pfeile deuten auch in die richtige Richtung, also praktisch. Das ist wohl ein Wink mit dem Zaunpfahl. Mhm. Ganz knapp. Natürlich ist es jetzt etwas schade, dass nur einiger Content den Leuten durch die Lappen gegangen ist. Vor allem dieses Level, wo man auf diesem Surfbrett reiten muss und hinter einem der Hai kommt und die Welle. Ah ja. Das war schon lustig. Das können wir euch aber dann nochmal zeigen. Ich werde irgendwie verpufft, muss ich sagen. Ich weiß nicht wieso. Okay, das ist auf den Kopf. Vielleicht besser. In den Kochtopf springen. Aber. Ah, ich darf da nicht. Ah, das ist eine sehr lehrreiche Lektion, die du da jetzt mitnehmen kannst. Niemals mit dem Kopf in den Kochtopf springen. Ja, auch die Kleinkinder, die können sich verbrennen, das hier ist spät. Aber in dem Fall können die Kleinkinder das beruhigt spielen. Das Spiel hat sicher keine Jugendbeschränkung. Nein. Ohne Einschränkung empfehlen. Ohne Einschränkung empfehlenswert für alle Altersgruppen. Auch für unseren etwas überdurchschnittlich älteren Moderator. Uwe? Ja, wahrscheinlich schon. Der wird es wahrscheinlich auch spielen. Schwer zu sagen. Ob ich das nicht berühren sollen. Kompliziert. Ansonsten würdest du ein Level gestalten für meinen Little Big Planet? Würdest du ein Level gestalten? Würdest du keins gestalten?
Nur damit ich hier spielen muss. Würde ich was dafür bekommen? Ein Danke. Nein, ich würde keins gestalten. Aber ich würde natürlich gerne die Levels spielen, die andere Leute gestaltet haben. Weil ich bin nicht gerade der Gestalter. Naja, manche Leute haben es eben nicht im Blut. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber doch, das hast du jetzt, glaube ich, gesagt. Nein, ich kann alles. Nur das ist halt. Die Frage ist, ob das Resultat dann. Dein Resultat wäre sicher noch nicht so gut wie manch anderes. Ob das Resultat die Zeit rechtfertigt. Das ist eine eigene Welt und das vielleicht in einer Top-Liste ganz oben, so quasi die meistgespielte. Ich habe sowieso schon eine eigene Welt. Aber das ist natürlich, wie du weißt, bei mir Zeit ist Geld. Und Geld ist gut. Und das ist natürlich schwierig, dann Levels zu gestalten für ein revolutionäres Spiel, das die Spielewelt revolutioniert. Und somit haben wir das wieder geschafft. Und wieder hast du da einige Items abgeräumt. Ja, mit dem man das Level dekorieren kann, verschönern kann. Und ich würde sagen, jetzt zeigen zum Schluss noch dieses Highlight, das du angesprochen hast, wo man auf dem Surfbrett im Highlight. Haben wir noch Zeit? Ja, Timer sagt ja. Gehen wir mal weiter. Hoffentlich sieht es die Ramdis genauso. Ich glaube, noch zwei vergeudeten Versuchen, das wäre dann schon so ein Debakel wie damals bei Resident Evil. Oh ja. Ich nenne es den Resident Evil-Zwischenfall. Genau. Da haben wir gebraucht 4 Takes, glaube ich. Ich glaube, sowas in die Richtung. Das war anstrengend. Hast du gemerkt, sukzessive habe ich jetzt das Hochdeutsch abgelegt. Das nennt man eine Kurve. Also man sieht, wir sind nicht animierte Wellen. Sowohl unter einem, hinter einem und links von einem. Besonders die linke Welle, die aufschließt. Die hat es in sich. Ja. Und da deutet schon an, dass ein Sturm kommt. Apropos Sturm, ich glaube, George Clooney haben wir letzte Sendung auch erwähnt, ganz kurz. Aha, genau. Du hast, glaube ich, gefragt, ob er... Was ist gut? Das war eine beschissene Frage. Das erinnert mich irgendwie an der Sturm, habe ich auch gesagt, dieses Level. Was da auch so riesen Welle gegeben hat. Ich glaube, du hast gefragt, ob er einen Sackboy spielen würde oder so. Die 408 war vorheriger Rekord war besser. Leider haben wir den nicht mehr. Leider. Willst du das auch noch probieren? Schon, ob du mir jetzt schlagen kannst? Nein. Ich will nicht den Leuten zweimal die gleichen Szenen zeigen. Okay, was sagst du? Geht sich noch ein Level aus oder wollen wir zum Fazit kommen? Wie viele Minuten haben wir bereits abgedient? 19. 19. Eins geht sich, glaube ich, noch aus. Okay. Dann was sagst du dazu? Zu einem, dem die kindlichen Spiele anscheinend eher liegen als manch andere. Die kindlichen Spiele einem eher liegen als manch anderen. Wie ich schon anklingen habe lassen, Little Big Planet ist bestimmt eine Revolution in der Spielebranche. Und es ist, wie viele wahrscheinlich nicht wissen, ein sehr, sehr finanzielles, riskantes Unterfangen, heutzutage noch ein Spiel herauszubringen. Besonders wenn es so etwas, ich sag's mal, unkonventionelles wie Little Big Planet ist. Und da begeht man sich wirklich auf sehr dünnes Eis, aber so ein Spiel. Vor allem in Millionenhöhe, in mehrstellige Millionenhöhen, da kann es ganz schnell, ganz schön teuer werden. Natürlich, wenn man was Neues entwickelt, in dem Gebiet war noch keiner. Das ist ein großes Risiko. Du kennst dich da ja besser aus. Entwickelt man aber ein Spiel, FIFA 2010, sage ich mal. Ist klar. Da weiß man, es gibt 2009 und 2008 und die waren bombastisch. Ersetzt man den Lizenzordner und man ist fast fertig. Ja, also da weiß man schon, die Vorhergänger waren gut, die Nachfolge werden wahrscheinlich auch gut sein. Also du kennst dich da ja besser aus, wie vielleicht.